Zarauch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man ein Kohlekraftwerk, etwas größer, 1500 Megawatt, aufbaut in Satisfactory. Ich habe dafür hier unten schon mal etwas vorbereitet. Und zwar haben wir eine Plattform, geht um den inneren Bereich hier. Der ist 7 breit und 27 lang. Wir brauchen aber, also theoretisch könnten wir es etwas verkleinern, indem wir sagen, wir machen nur 5 mal 25. Also die gelben Dinger markieren hier den Rand. Aber damit man ein bisschen besser drumherum laufen kann, etwas größer. Ja. In dem unteren Bereich hier, den ich mit den Stahlwänden schon mal ein bisschen eingeschränkt habe, eingezäunt, kommt unsere Kohle an. Die lassen wir von da kommen. 300 pro Minute brauchen wir. Und wir brauchen 900 Wasser. Ob ihr jetzt hingeht, 3 Stück jeweils auf 300 pro Minute übertaktet oder mit insgesamt 8 das aufbaut und einen davon auf halb runtertaktet, das ist euch erstmal überlassen. Wir brauchen hier unten, müssen wir den ganzen Spaß ja irgendwie verteilen, weil auf der Reihe haben wir 20 von den Kraftwerken Kohlegeneratoren. Und wir müssen das irgendwie aufteilen, dass wir auch für die 20 genug Material raushauen. Wir brauchen 15 Kohle pro Maschine, pro Generator. Das heißt, wir müssen am Ende, das hatte ich mir doch auch irgendwo ausgerechnet, damit wir unsere 300 Kohle auch optimal in die 20 Maschinen reinkriegen, brauchen wir letztendlich 7 Splitter direkt davor in der Reihe dort. Wobei der letzte, der bekommt nur 2 Ausgänge, die anderen alle 3. Alle bekommen 45 rein, der da hinten 30. Jetzt sind das alles so doofe Zahlen. Weil das kann man nicht irgendwie schön aufteilen, außer man geht hin. Und das ist wunderbar. Nimmt sich einen intelligenten Splitter direkt hier vor. Schließt den mit einem entsprechend schnellen Band an. Das heißt in dem Fall Mark 4, weil da passen 480 drauf. Das reicht also für die 300. Und dann kommt der Trick. Mittlerer Ausgang geht die Kohle lang. Und der rechte Ausgang, in unserem Fall, bekommt den Überschuss. Links passiert gar nichts. In dem Fall können wir dort hier ein Mark 3 Band hinsetzen. Oh, bis dahin. Und ein Mark 1 Band hier hin. Das heißt, von den 300, die hier drauf kommen, laufen 270 hier vorne weiter, weil mehr kann dieses Band gar nicht. Und 30, die wir für den allerletzten Splitter brauchen, kommen hier raus. So. Haben wir den Teil schon mal erklärt. Das ist ein 60er Band, das heißt, nur jeder zweite Platz belegt, sag ich mal. Okay. Müssen wir uns jetzt überlegen, wo setzen wir die Splitter hin? Gucken wir uns doch einfach mal so einen Kohlegenerator an, damit wir ungefähr wissen, wo die Dinger hin müssen. Der ist 3¼ Fundamente lang und 1¼ breit. Das heißt, wenn wir quasi auf dieser Stelle hier, wo der jetzt so steht, ja, wir würden es genau auf die Mitte setzen. Ist das nicht ganz schön links, rechts, sauber, gleichmäßig, aber es wird reichen. Wir setzen den also hier auf die Mitte und der dritte wäre dann dort. Und dann ging das wieder mit einem Viertel weiter. Das heißt, wir setzen uns wo haben wir so da? Hier einen Splitter hin, den auch so ein bisschen reinziehen.
dann sollte das ungefähr passen. Wir sitzen den. Ja, wir sitzen genau hier drüber. Dahin. So. Dann haben wir schon mal die ersten drei das Ding hingesetzt. So. Ich baue diese Reihe mal eben auf. Und dann sehen wir uns auch wieder. Die sechs Teile stehen und der siebte auch samt Anschluss. Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, wie kriegen wir diese 270 auf die sechs dort aufgeteilt. Letztendlich recht einfach. Wir gehen hin und setzen hier vor wieder einen Splitter. Den können wir auch direkt dran setzen. Ich hoffe es zumindest. Dann gehen wir einfach hier hin. Das kommt ja jetzt hier drüben an. Das heißt, wir drehen. Naja, wir drehen den nicht. Wir setzen den einen vor. Am besten direkt vor einen. Das machen wir auf der Seite. Und auf dieser Seite auch. Dann sollte es von der Höhe her stimmen. Ja. So. Dann sieht das auch halbwegs vernünftig aus. Und jetzt splitten wir den Spaß einfach. Der brauchen wir nach 270. Ja, die Hälfte passt halt nicht auf den Mark II. Das haben wir nur 120 Teile. Wir brauchen etwas mehr. Also machen wir das einmal so rum. Da dran. Da genauso. So. Jetzt haben wir dort 135 und dort 135. Und wenn wir die jetzt per 60er Band splitten, dann kriegen wir, wenn wir alle drei nehmen, die 135 in drei 45er. Der hier geht einfach geradeaus und der hier geht hier rüber. Den brauchen wir nicht. Auch wenn sich das hier so schön anbieten würde, aber den nehmen wir nicht. Bis dorthin. Du gehst gerade rein und du gehst dorthin. So. Das heißt, hier laufen 270 lang, 30 hängen so ein bisschen zurück, die gehen darüber weg, werden dort hinten in zwei einzelne aufgeteilt, also jeweils 15. Hier bei den 270 gehen 135 da und 135 da lang, werden jeweils durch so einen Splitter aufgeteilt in 45, die dort reingehen und so weiter. Und diese 45 wiederum teilen wir nachher 3 auf. Drei Generatoren, also haben wir wieder überall 15. Somit wird das schön eben verteilt. So, dann können wir hier auch einen Deckel drauf machen. Dann können wir eigentlich auch schon unsere Generatoren setzen. Und zwar fangen wir damit an. Wo haben wir sie? Den Kollegen setzen wir dahin. Also einen jeweils vom Rand entfernt setzen wir dieses an. Ja, so. Wenn der erste steht, ist es halb so wild. Da haben wir sie alle. Die bekommen jetzt hier vorne einfach eine Bodendurchführung. Und zwar schön nah dran. Dann können wir gleich die Lifte da dran setzen.
erreichen die 60er. So. Und damit haben wir den Spaß auch schon mal drin. Jetzt können wir das Ganze von unten anschließen. Auch da setzen wir erst die ganzen Bänder hin, also die Lifte, besser gesagt. So, und jetzt ziehen wir uns überall die Bänder dran. Schön, man das jetzt hier unten macht, wo es sowieso keiner sieht, ist dann jedem selbst überlassen. So, damit wäre unsere Kohle fertig. Jetzt fehlt das Wasser. Jetzt einfach mal nach oben. Und setzen schon mal überall hier die Rohre dran. Das machen wir mit Bodendurchführung. Die werden vorher wieder hingesetzt. So, und dann die Rohre dran. Schauen wir uns mal an. In dem Fall nehmen wir horizontal zu vertikal. Hier unten, um das Wasser da hochzukriegen, müssen wir die ja auch irgendwie mit anschließen. Wir nehmen uns von den ersten dreien die mittleren. Setzen ihn hier runter. Solltet ihr schon in Update 8 unterwegs sein, mit H könnt ihr das Ding einfach festsetzen, dass ihr dann gucken könnt. So, habt ihr einen schönen 90-Grad-Winkel, sieht toll aus. So, dann gehen wir hin. Setzen den. Entfernen die Stütze und packen uns den Kollegen direkt vorne vor. Wir holen uns gleich das Wasser, obwohl es hier innen reinkommt, holen wir uns das gleich von außen und setzen uns direkt gegenüber eine Wand durchführen. Die können wir auch schon direkt anschließen. Ja, komm. Jetzt schauen wir einmal nach den Kollegen da dran und den Kollegen da dran. Dieses System nehmen wir jetzt und packen es auch hier an den zweiten ran. Ich habe auf beiden Seiten jetzt diese Systeme gemacht, also die 9 hier auf der Seite und die 9 auf der anderen. Bleiben noch 2 hier in der Mitte. Um die kümmern wir uns später. Hier gehen wir erstmal hin und nehmen uns wieder eine Durchführung nach draußen und lassen alle Rohre hier rauslaufen. So. Mal hier raus. So, hier drinnen für die anderen beiden. Machen wir natürlich das gleiche System, packen das hier oben hin und setzen, in dem Fall machen wir das von außen einmal, eine Pipeline-Durchführung hier mittig drüber und packen dort auch ein Rohr entsprechend dran. So. Hier draußen müssen wir uns eine kleine Hilfskonstruktion bauen. Also sonst funktioniert das nicht. Die ziehen wir einmal. Da setzen wir sie mal relativ weit. In der Mitte 2 von diesen Masten hoch. Und packen dort den Kollegen dran. Da setzen wir jetzt die Pipeline-Kreuzung hier oben drauf. Und dann können wir das auch schon wieder abreißen.
Danach haben wir die Möglichkeit, hier zu sagen, wir möchten gerne vielleicht einen schönen wäre gut. Ja, dann müssen wir es von unten nach oben ziehen, geht auch. So. Damit haben wir Wasser, das in die Maschinen schon mal reingeht. Können auch hier dann zumachen. Wunderbar. Hier die drei Anschlüsse müssen natürlich jetzt auch versorgt werden. Diese beiden reichen dafür nicht, deswegen nehmen wir den da oben. Damit können wir nachher zufüttern. Wir gehen jetzt hin. Hoffen, dass es funktioniert. Und setzen Wandhalterung. Genau. Zwei zurück. Vor dem und vor diesem hier. Also wenn das hier so gerade reinklippt, zwei weiter zurück. Das sollte reichen. Hoffentlich. Manchmal klappt es nicht. Ich mag das Spiel mich nicht. So. Damit wir hier den Kollegen dazwischen kriegen. Genauso hier. Setzen den Anschluss und packen das da dran. Und dann können wir hier anschließen. Jetzt nehmen wir uns hier hinten den und setzen den hier oben hin. Weil von hier hätten wir gerne den Anschluss hier runter und dort drüben dran. Denn jetzt wird alles, was hier nicht verbraucht wird, hier langgezogen, da reingepackt und hinten mit reingepackt, damit alle genug Zeug haben. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Das heißt, wir holen uns wieder die Durchführung, die können wir uns mal auf die 5 legen. Jetzt 2. Und hier ebenfalls. Ne, komm her. Nein. 1, 2. Und wir ziehen das Rohr dahin, den davor. Lachen uns ein bisschen kaputt, was wir hier machen. Und da wird der ganze Spaß wieder zickig. Wenn so etwas passiert, dass das nicht so funktioniert, wie ihr das gerne hättet, macht ihr folgenden Trick. Ihr holt das da raus. Und zieht euch von da aus ein Rohr. Setzt den da drauf, so dass er hier schön mit dem Kreuz in der Mitte hängt. So ungefähr. Dann könnt ihr nämlich, ja, das war nicht gut, ein bisschen weiter darüber. Das ist immer etwas schwer abzuschätzen und zu sehen, weil da snappt er natürlich nicht dran. So. Damit ist nämlich das da drin. Den können wir wegsetzen. Er ist da angeschlossen. Und wir können hier bis dorthin weitergehen. Und dann machen wir den gleichen Spaß hier nochmal. Wir ziehen uns den hier vor, packen uns den da drauf, möglichst gerade, setzen den da rein und von dort da dran. Und wenn wir schon gerade hier hinten sind, können wir, ups, das war 5, dorthin gehen, den da dran setzen. Den da dran setzen. Und jetzt wird überall reingepackt. So. Damit die Kollegen schon mal loslegen können, starte ich jetzt hier die Kohle. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen schön. Bisher ist ja einfach nur eine lange Platte und da sind 20 Generatoren drauf. Das ist nicht so fein. Wir jetzt hingehen. Ach ja, wichtig ist, überall den Strom anschließen. Ich habe hier die Mark 1 Teile. Die gehen immer an 3 Stück dran. Nachher machen wir mit Wandteilen weiter.
Hier gehen wir hin. Und ich was dort. Nehmen wir uns erstmal die Kollegen. In der Form. Und ziehen die mal hier so lang. Und zwar machen wir das Ganze 2 hoch. Hier setzen wir uns einen kleinen Eingang mit einer Schräge darunter. Hätte auch eine Treppe nehmen können. Je nachdem. So kann man halt auch mit einem Kart da hochfahren. Weiter. Also, wir haben für einen Eingang gesorgt. So, das sieht jetzt alles noch nach langweiligem Kasten aus. Damit der auch noch langweiliger wird, packen wir uns oben drauf. Wir sind wenigstens ein bisschen dicht. Eine Reihe von denen hier. Wir setzen uns hier jetzt natürlich noch ein Dach drauf. Aber einfach nur ein flaches Dach wäre ein bisschen sehr langweilig. Deswegen schnappen wir uns die Kollegen und ziehen den hier rein. Das ziehen wir jetzt hier durch. Und wir nutzen das Softclipping, damit die Schornsteine schön nach draußen kommen, der Rest aber drin bleibt. Wir haben das jetzt schon mal. Das haben wir schon mal vorbereitet. Ja, wenn wir jetzt gerade dabei sind, könnten wir mal eben dafür sorgen, dass wir den Strom auch irgendwo hier rauskriegen. Das machen wir einmal an dieser Stelle. Und zwar ungefähr auf der Höhe. Würde ich vorschlagen. Ich drücke immer die 2. So geht der raus. Und der Kollege geht hier an die Wand. Das ist die gleiche Höhe zwischen den Strichen. Ja. Und dann gehen wir hier vor. Und setzen ihn darüber. Das haben wir schon mal. Jetzt wollen wir hier an der Seite gucken, dass wir durch diese Lücke zukriegen. Machen wir erstmal so eine kleine Treppe hin. Mit diesen 1 Meter Wenden. Und danach, nicht im Suchmodus, sondern im normalen, die 1 Meter Rampenwände anzumachen. Und schon haben wir das zu. Andere Seite genauso. Dann wollen wir uns hier ein Dach hinsetzen. Und zwar wollen wir das so rum haben, dass diese, man kann ihn schlecht sehen, dieser Strich dort, nach innen zeigt. Wenn wir das so machen, dann haben wir hier die 3 schön nebeneinander. Sieht vernünftig aus. Und jetzt wieder suchen. Jetzt haben wir da natürlich so eine fiese Lücke. Da setzen wir uns die Hexafenster rein. Ich glaube, die sehen ganz gut aus. Sind ein bisschen was anderes als wieder diese großen Industriefenster. So, unsere Kohle läuft schön vor sich hin. Das sieht gut aus. So soll das sein. Und wir haben eine doch recht ansehnliche Fabrik geschaffen. Also, wenn sich das anguckt, das läuft schön durch. Wunderbar. Es ist auch zugänglich, das Ganze. Also, wenn wir hier ankommen, können wir direkt hier rein. Aber hier drin ist trotzdem, obwohl wir überall Fenster haben, ziemlich dunkel. Das heißt, wir machen uns mit Lichter an die Decke.
Da hinten passt keins mehr hin. Okay. Dann müssen wir die natürlich auch noch anschließen. Da gehen wir hin und setzen uns einmal dort Licht, eine Quelle hin quasi, weil wir wollen damit, wir haben es da, ja, so. Müssen das ja auch irgendwo anschalten können. Da gehen wir nicht auf die gleiche Höhe, sondern genau einen tiefer. Und ziehen das einmal. Na, bis da vorne. Ah, ganz knapp. Aber das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Gehen hier hin. So, einen tiefer, ne? Jo. Und setzen uns hier unten einen Schalter hin. Einen Lichtschalter, der müsste dann bei Organisation sein. Beleuchtungssteuerung, die kommt hier auf den Boden. So, dann ist das ein bisschen. Und dort kommt der Strom. Und gehe ich da dran. So, jetzt ist einfach nur noch der Punkt, wir wollen gerne. Die Lampen von A nach B gehen lassen. So. Und wir haben volles Licht hier drin. So, und damit können wir unsere Lichter steuern, können die Helligkeit reduzieren. Den Nachtmodus versetzen, die Farbe ändern. Was die Lampen irgendwie nicht so richtig interessiert, oder? Oh, hier ist sehr dunkel hier drin. Die Helligkeit mal höher. Ah, da kommt's. Das könnte man in ein anderes Etablissement verschieben. Ah, mal so. 50% gelb. Ah, braucht ein bisschen. Schön, wie das gelbe Licht erstmal einen roten Schatten wirft. Ja, also, können wir das machen, wie wir wollen. Oder eben klassisch weiß. Und wir haben eine schön erleuchtete Fabrik. Zumindest hier vorne. Aber da hinten, da muss man eh selten hin. Das war's dann auch schon mit unserer Kohlefabrik. Unserem Kohlekraftwerk. So. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal.